Weltkrieg im 3. Zug Kompanie C Panzerzerstörungsbataillon 614. Ich war zwar ausgebildeter Sanitäter, hatte aber trotzdem eine Waffe. In unserer Einheit waren alle schwarz. Die Armee wusste nicht, wohin mit uns. Jedenfalls wollten sie, dass wir nicht mit den Weißen zusammenkämpfen. Klimbach. Klimbach war ein kleines französisches Städtchen in der Nähe der deutschen Grenze. Und wir hatten den Befehl, es einzunehmen. 3 von den 4 Abwehrkanonen, die wir hatten, hatten die Krauts kassiert. Aber aufgeben kam auf keinen Fall in Frage für uns. Wir waren fest entschlossen zu beweisen, dass wir mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser waren als die ganzen anderen Soldaten in der Armee. Red nicht gern über Auszeichnungen, die ich bekam. Wenn ein Mensch sowas überlebt, dann nur durch die Gnade Gottes. Ich finde es nicht richtig, sich mit Blechstücken dafür zu dekorieren. Außer Ihnen und John Donovan weiß es niemand. Nicht, dass ich mir große Mühe gegeben hätte, es geheim zu halten. Es hat nur niemand danach gefragt. So, Schmuggelgeschäfte gesichert und es ist möglich, dass ja ein Suchtrupp auf uns losgeschickt wird. So, triff dich mit Vito. Schnapp Michael Cretto. So, Mafia-Arzt 1 haben wir erhalten. Sehr schön. Zusätzlichen Gesundheitsbalken. Löse Gefallen bei Verbündeten ein. Zusätzliche Gesundheit. Nachdem du jetzt einen Gesundheitsbalken mehr hast, kannst du mehr Schaden wegstecken. So, jetzt haben wir 3 Gesundheitsbalken. Das ist sehr schön. So, Schnapp Michael Quico ist das nächste. Und dazu müssen wir uns mit Vito treffen. So, der hey, Medizin-LKW steht jetzt hier. Wieder alles normal geworden. Na klar, aber gerne doch. So. Ach, sieht das einfach nur geil aus. Ja, die Zeiten sind schwer. Die Zeiten sind hart. Aber wir kämpfen für das, was uns zusteht. So. So. Du bist noch nicht mal weit von uns. Das ist sehr schön. Spart uns eine Menge Zeit. Da steht auf meinem Parkplatz. Ach so. Ich denke mal, ich soll in das Auto steigen. Vito, du alte Schachtel, bist du das? Noch von hier? Tatsächlich. Greco ist in dem Haus am Ende des Blocks. Sind viele Nutten drin. Vielleicht leckt er gerade eine Muschi. Hat er ein paar Leute dabei? Ein paar Dumpfbacken. Ich geh nach vorn, du nimmst die Rückseite. Wenn er weg will, schnapp ihn dir. Aber ich will ihn persönlich umlegen. Scheiße. Das sind Leute von Marcano. Schnell zum Auto. Du fährst. Ich geb uns Deckung. Ich weiß mich in den Arsch, wenn der abhaut. Fische brauchen Futter. Wo zur Hölle hat Greco mein Auto her? Ist eben ein kleiner Scheißer. So. Fuck, wieso überlässt du diesen Spinner nicht einfach Marcano? Marcano würde hier drüber jumpen. Ich möchte mir Zeit lassen. Aus Fahrzeug feuern. Dass ich Marcano selbst kriege, ist das ein guter Ersatz. Verstehe. Fast wie bei GTA die Steuerung. So. Vito schießt auf die Leute hinter uns. Verdammte Scheiße, Sirs, Jungs geben nicht auf, was? Okay, den haben wir erwischt. Er rennt weg! Hey. Macht er denn? Folgt uns jetzt? Soll der Blitz den Arsch treffen? Rammen? Okay, wir sollen wahrscheinlich rammen. So, jetzt kommt er raus.
Und wenn wir mal fahren. So. Ich glaube, der ist tot. Schnapp dir. Immer noch. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ach, der fährt da hinten weg. Ich dachte, das wäre der. Okay. Na dann so. Weiter geht's. Ich dachte, das wäre der die ganze Zeit. So kann man sich natürlich täuschen. So. Dann schnappen wir uns jetzt ihn. Verfolgungsjagd. Was schießt denn der jetzt schon wieder? Boah, was ist das denn für eine Kackmöhre? Weg da! Okay, er kann Vorsprung ausbauen. So, jetzt hören wir wieder auf. Da hinten fährt er. Wir haben ihn. Wird wahrscheinlich verfolgt, so wie es aussieht. Das ist auf jeden Fall eine Mafia-Karre. Das Auto brennt und ist explodiert. Hammerhart. Wenigstens zielt er automatisch auf die Reifen. Wow. So, jetzt haben wir ihn. Okay, er steigt aus. Erledige Makanus Männer. Hier was machen? Nein. Okay, wir müssen erstmal gucken. Wo sind sie denn? Da. So, konfrontiere Greco. Klappe. Genau, rück lieber das Geld raus. So, auf offener Straße. Da drüben! Erschießt den! Was hab ich denn gerade? Scheiße! Verfluchte Scheiße! Wer zum Teufel seid ihr? Wir müssen ihn wegschaffen, die Bullen sind gleich da. Mach die Tür auf. Rein mit ihm. Code 35. Verdächtige Personen Fahrzeug. Einheit. Muss diese verschissenen Maisfresser abhängen. Ja, super. Hängt die Polizei ab. Und das mit so einer lahmarschigen Bombe. Das war jetzt nicht euer Ernst und es wird geschossen. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, das ist passiert. Und jetzt halt's Maul. Unser Kofferraum ist voller Blut. Ich hoffe, wir können die hier abhängen. Wir bleiben der Zeit. 9,5 Minuten. Das wird schwierig. So, der versucht uns zu rammen. Da haben wir nicht hingekriegt. An alle Einheiten. Verdächtiger Tick vor Haber gesichtet. Über die Polizei schreiben wir vor uns. Wie soll man die Kacke loswerden? Lass mich! Dumme Polizei hier. Ja, ja. Das kann ich ausweichen. Vergiss es, da kommt der Nächste. Versuchen wir jetzt hier runter zu fahren. Die Cops sind doch an uns dran. Häng sie ab! Ja, ja, ich bin doch schon dabei, Mann. Das ist so einfach mit seiner scheiß Dreckskarre. Und die kommen schon wieder. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Ich fahre zu Vitos Restaurant zurück. Na, du bist wohin, ja witzig. Ja. Mit der Polizei im Arsch. Zum Gästehaus. Was dich betrifft, benimm dich ein bisschen. Großer Gott. Hilfe! Gucken, ob wir hier irgendwie wenden können. Ja. Nehmen wir das lieber in Anspruch. Wir sind außerhalb des Radius. Ich will nicht mit diesem Arschloch auf der Rückbank angehalten werden. Sehr schön. Ach, da vorne ist doch wieder eine Bulle. Ja, Scheiße. Du musst hier lang biegen. Du suchst ein paar Jahre schon, lang dachte ich echt, ich hätte diesen ganzen Jimmy-Kack-Scheiß hinter mir. Die suchen uns. Also die suchen uns oder erkennen uns nur wirklich im Radius. Witzig. Hätte ich mehr für so einen Typ wie Edward G. Robinson gehalten. Sieh dich doch selbst an, Junge. Weißt du, Gott hat auch Sinn für Humor. Gegend? Hammer. Ein saukranken Humor, aber immerhin hat er weg sein. Viel Polizei hier. Polizei voraus. Ist egal. Kann der Typ überhaupt fahren? Da kommt schon wieder die Polizei. Also das ist ja wohl schon das edlere Viertel hier. Ja, auf jeden Fall auch viel Polizei hier. Ja, er kann wenigstens schon lutschen. Wir sind bald da.
So, 7,5 Minuten. Und 650 Meter noch. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole, Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Gut, die Suche ist abgebrochen. Ich weiß aber, mich ignorieren. So, wir kehren in unser Viertel zurück. Was wollt ihr, hä? Wollt ihr Geld? Ich kann euch Geld besorgen, ihr Arschlöcher. Das ist er. Der Zell macht eh nichts, wenn wir bei Rot fahren. Das ist sehr gut. Gleich müssen wir abbiegen. Oh, oh, oh. Entschuldigung. So. Bitte. Ich hab doch nichts getan. Nichts getan? Wolltest du mich nicht umbringen? Das war doch nur, weil Onkel Sal es mir befohlen hat. Der Arsch hat mich nie leiden können, schon klar. Aber das geht für meinen Geschmack eindeutig zu weit. Aber ich wollte doch nicht... Spuck's aus, Mikey. Warum wollte er mich killen? Weil er sagt, dass du ein Schwindler bist. Und du hättest hier nie eine wichtige Rolle spielen dürfen. Soll ich weitermachen? Du hast doch neun! Nein, Scheiße, hör zu! Er hat sich Sorgen gemacht wegen dem Casino, dass du vor Leo und der Kommission rumquatschen würdest. Welches Casino? Los, antworte. Onkel Sal hat... Kannst du die Baustelle am anderen Ufer sehen? Er baut ein Casino da drüben, er will seriös werden. Das soll wie ein zweites Las Vegas werden und... Das ist hier verboten. Ach, Scheiße, ja, das weiß ich auch. Darum bezahlt er ja auch eine Menge Geld, damit die Gesetze geändert werden. Wer hängt da sonst noch mit drin? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, das wäre ich. Hör zu, ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Kannst du mich jetzt nicht gehen lassen? Ja, sicher. Verdammte Vollidiot. Ich mach die Schweinerei schon weg. Du brauchst nicht hier bleiben. Aber vergiss unseren Deal nicht. Ich will einen Anteil an allem, was du reinbringst. Ich weiß, wie das läuft. Du kriegst deine Scheißkohle. Manchmal hilft mir eine Frau namens Elma. Kubanerin. Knallhartes Miststück. Frag sie, ob sie was braucht. Vielleicht ein willkommener Nebenverdienst für dich. Und wo ist sie? Im Lagerhaus. Okay. Was machst du mit ihm? Auch hier brauchen die Fische täglich was zu futtern. Wann ungefähr haben wir erfahren, dass Sal Marcano ein Casino in der Stadt bauen lassen will? Ziemlich früh. Michael Greco hat Lincoln davon erzählt. Und Lincoln Clay plante, ganz speziell Personen ins Visier zu nehmen, die mit Marcanos Casinoplänen befasst waren? Sal war knapp bei Kasse. Das Bestechungsgeld für die Legalisierung des Glücksspiels war hoch und er musste die Kommission bei Laune halten. Das hat Lincoln zu seinem Vorteil ausgenutzt. Er zwang Sal zu ein paar heftigen Entscheidungen. Entscheidungen, die seine Handlungsfreiheit einschränkten. Weißt du was? Wir machen zweimal so viel Schotter mit Heroin, als uns dieses dumme Scheiß-Casino bringt. Vielleicht sogar dreimal. Es geht hier nicht ums Geld. Worum sonst, hä? Alles, was ich von dir höre, ist, du hörst jetzt mit den Entschuldigungen auf, kapiert? Und bezahl deine scheiß Schulden! Du hältst das alles hier für Spaß, hä? Mein Fehler, ich hab dir zu viel durchgehen lassen. Statt die Leine kurz zu halten. Das ist kein Spaß. Diese Scheiße klebt an dir und zieht dich runter. Ich hab seit 43 Jahren nicht mehr durchgeschlafen. Und danach Lucio. Scheiße. Aber wir haben diese Schwanzlutscher dafür gekillt. Und zwar jeden von ihnen. Aber dein Onkel ist trotzdem tot. Du denkst, dieser Stuhl macht dich zu was Besonderem, eh? Etwas, das dich über diese Scheiße erhebt, eh? Es ist genau andersrum. In ihm hast du nur eine gigantische Zielscheibe auf deiner Stirn. Der Preis für all das ist hoch, glaub mir. Und ich mag ihn nicht mehr bezahlen. Am meisten aber sorge ich mich darum, dass ich mal einen Anruf kriege, dein Sohn liegt tot auf der Straße oder sowas.
Und was also erwartest du von mir? Soll ich den Türsteher machen? Den Herren brav guten Abend sagen und ihren Tussen ein bisschen den Hintern tätscheln? Du arbeitest mit mir. Und dann nach 3-4 Jahren, wenn sich alles eingespielt hat, bist du am Drücker. Suchst dir ein nettes Frauchen und machst mir ein paar wunderbare Enkel. Klingt todlangweilig. Es geht nicht anders, Sohn. Die Welt ist im Wandel. Früher kannte jeder seinen Platz. Heutzutage schreien alle nach Gleichheit. Und plötzlich wollen sie alle ein Stück vom Kuchen. Nigger, Iren, Asiaten, einfach jeder. Unsere guten alten Regeln haben in dieser Welt ausgedient. Ja? Erzähl mir bloß keinen Scheiß, Lou. Bist du dir hundertprozentig sicher? Ja. Lincoln Clay ist noch am Leben. Verdammt. Ja, wir sind noch am Leben. So, Gefallen. Nächster Anruf bei Vitos Verbündeten geht aufs Haus. Wieder einmal Erhöhung auf 65.000. Geschäft im aktuellen Bezirk 2. Sehr schön. So. Weisen wir natürlich zu. So. Gefallen verdient. Sehr nice. So. In der Halle soll jemand sein. Vito Skeletta. Nein. Okay. Wir gucken erstmal weiter. Alma kümmert sich für Skeletta um Schmuggeloperationen. Das können wir ja schon mal auswählen. Hier geht es auch weiter. Okay. Emanuel, Cassandras Leutnant sorgt für einen stetigen Grasnachschub. Also jetzt müssen wir hier wirklich erstmal die Gebiete machen. Hier hinten hatten wir auch noch was. Genau, rede mit Burg. Überrede Burg, dir beim Kampf gegen Marcano zu helfen. Ich würde jetzt trotzdem vorschlagen. Was haben wir denn hier? Wie es wirklich läuft. Es gab viele Spannungen zwischen dir und Vater James. Versuch mal vernünftig mit ihm zu reden. Es geht nicht nur um Marcano. Rede mit Vater James über das, was da draußen tust. Das klingt auch mal interessant. Das könnte man ja auch mal machen. Das machen wir jetzt auch einmal. So. Stimmt, wir hatten ja die Rennschleuder hier. So, wir werden mal mit Vater James reden, wie es wirklich läuft. Ich glaube, es kommt, dass man mit dieser Schleuder der Polizei entkommen ist. So. Hört auf zu hupen, das bringt null. Rote Punkte, Feinde. Was machen die denn hier? Mann, kannst du dich nicht verkrümeln? Oh, da war der Stromkasten weg. So, oh, da haben wir noch ein Playboy-Heft. Hier am Hafen. Ja, erstmal fahren wir zu Vater James. Und reden mit dem. Da scheint es ja auch einige Spannungen zu geben. Vom Platz da. So. Gleich sind wir da. Okay. Aussteigen. Okay, wir wohnen direkt daneben. Neben der Kirche. Das ist sehr lohnenswert. So, nicht schlagen, die Tür öffnen.
Ich kann's kaum glauben, was ich da lese, was ich im Radio höre. Was du anrichtest. Du wusstest doch, wie es laufen würde. Ich hab's dir genau gesagt. Vielleicht merke ich ja jetzt erst, dass es ein Unterschied ist, etwas in der Theorie zu hören oder es als fette Schlagzeile auf der Titelseite zu lesen. Du hast nicht gedacht, dass ich's durchziehe. Ich dachte nicht, dass... Doch, ich wusste es. In dem Moment, als du wieder zu dir gekommen bist, da habe ich es dir angesehen. Ich schaue dich an und sehe, wer du mal warst. Ein kleiner Junge, der nicht viel hatte, aber deswegen nicht verbittert war. Ein kleiner Junge mit strahlenden Augen, der lachte, der sich einfach freute, auf der Welt zu sein. Ich frage mich, was aus ihm geworden ist. Ihm ist klar geworden, wie die Scheiße läuft. Sag bloß. Wie oft ist das Waisenhaus von Rassisten verwüstet worden? Wie oft mussten wir rumfahren und in Lokalen um Essensreste bitten, weil wir sonst nichts zu fressen hatten? Natürlich mussten wir mit rassistischen Arschlöchern fertig werden. Aber jedes Mal, wenn die uns was angetan haben, waren Leute zur Stelle, die uns geholfen haben. Weiße, schwarze, Baptisten, Lutheraner und. Weißt du noch, wie ihr Buben alle neue Jacken zu Weihnachten bekommen habt? Die kamen von einer alten weißen Frau, einer Calvinistin. Das ganze Jahr hatte sie daran genäht. Wenn du immer nur das Böse sehen willst, dann wirst du nie etwas anderes erkennen. Ich muss los. Ich hab dir das nie gewünscht, Lincoln. Ich wollte, dass du ein gutes Leben hast. Ja, ja, bla bla bla. So. Sagst du jetzt noch uns was? Ich wünschte, ja. Ich wüsste, was ich sagen soll, um dich von diesem Pfad abzubringen, mein Sohn. Ach, du brauchst mir gar nichts sagen. Mir Gott helfe. Das wünschte ich. Fakt ist, dass wir Rache wollen für das, was unserer Familie angetan worden ist. Wieso hast du keine Medizin? Das ist doch scheiße, Mann. So. Okay, dann haben wir das eigentlich auch erledigt. So, unterirdisch soll angeblich was sein. Was ist das hier? Das blinkert. Hat aber anscheinend nicht wirklich viel Sinn. Wir gehen dann trotzdem nochmal rein, wenn wir hier einmal bei ihm sind. Da hat er einen Durchgang zur Kirche, so wie es aussieht. Ja. In Jesus' Name, aim. So. Holy shit. Situ Sava is il dan de joy. Was auch immer das heißt, da bin ich nicht so bewandert. Okay, die Polizei fährt außen vor. So, wir randalieren hier gerade etwas. Nun gut, so, dann würde ich sagen... Ne, den nicht. Ich stelle wieder aus, ich habe einen Schickeren gesehen. Wenn die Polizei gerade in der Nähe ist. So... Kickback 384, hier hat sich auch einiges angesammelt. CIA, rede mit Donovan, schau nach, was Donovan will. Dann machen wir das mal. Diese lahme Gurke kann hier jemand anders fahren. So. Ruft ihr die Polizei? Legt sich einer mit uns an? Ich hoffe nicht. Okay, das ist aber dasselbe Modell wie von Vito. Egal, wir fahren jetzt mit dem. Gucken, was Donovan will. Wow. Lassen uns überraschen. Ja, hier müssen wir abbiegen, Gas geben. Sehr schön. So will ich das sehen. Blau. Was ist da denn los? Alles voller Polizei. Dann wird das vorstellend eine Polizeistation sein, ja? So. Aber wir müssen natürlich gepflegt davon fernhalten. $4.053 haben wir im Portemonnaie. Sollten wir vielleicht auch wieder mal wegschaffen. Ja, wir machen jetzt eine kleine Salzing-Tour. Über die Brücke her. In das nächste Stadtviertel. Stadtviertel von Cresentua. Die wir ja schon unterstützt haben zu Beginn. So.
hier denn los? Auf den Bullen. Krass. Okay. So. Ja, ist gut jetzt. So. Na. Wo kommst du denn her? Ja, komm, verpiss dich. So, ab ins Motel wieder einmal. Dann reden wir mal mit Donovan, was er will. So. Auf wen schießen wir denn? Noch nicht gehört? Wir stehen unmittelbar vor einem Rassenkrieg. Ich hab gesehen, wie du schießt. Ich würde sagen, wir kommen klar. Mit dem Schießprügel bin ich Wild Bill Hickok. Sag mal, wie kommt der Padre damit klar? Also, mit dem blutigen Pfad der Rache, auf den du dich begeben hast? Immer noch nicht glücklich darüber. Er hält dich für den Teufel. Weißt du, ich hab mir seine Dienstakte angesehen. Nur die Ruhe war reine Neugier. Er war Sanitäter, hatte aber bei Klimbach mit dem 614-Bataillon einen Kampfeinsatz. Soll 2 Panzer der Krauts abgeschossen haben, zusätzlich zu den 16 Leuten, die er abgeknallt hat. Ziemlich viel Blut für einen, der Priester werden will. Das war was anderes, das war im Krieg. Und das hier nicht? Ich sag ja bloß, den Krieg haben wir nicht gewonnen, weil wir Bedenken hatten, die Gefühle von jemandem zu verletzen, sondern weil wir die Krauts und die Japsen in die Steinzeit zurückgebombt haben. Das sollte der Padre mal lieber nicht vergessen. Ja, vielleicht. Ich melde mich später. Du bist doch nicht immer noch sauer, dass ich den Padre ausspioniert habe, oder? Jetzt sag nicht, dass du nicht mal ein bisschen neugierig warst. Okay, also wir stehen kurz vorm Rassenkrieg. Ist ja auch nichts Neues. So. Aber auch hier gab es jetzt keine großen relevanten Informationen oder Aufträge. Hier ruft keiner die Polizei. So. Was haben wir jetzt hier? Rede mit Emanuel. Kickback. Teils Voodoo-Laden, teils Hauptquartier von Cresenta und hier haitianischen Gang. Okay. Wir könnten ja hier mal hinfahren, das Geld einsammeln. Das ist schon viel, was sich hier angesammelt hat. Wenn es das hier aus Strömen schifft. Lass uns auch mal wieder bei Cassandra blicken. Vielleicht sind sie ein bisschen tot oder verraten die. Das ist natürlich jetzt nicht so dicke Wehr. So, davon ist der Voodoo-Laden. Dem wir einmal eins eingebrochen sind. Nun haben wir freien Zutritt. So, Schatzi, bin zu Hause. Nein, da wollte ich eigentlich nicht hin. Klappt doch wieder an das Auto. So, hi. Oh, hallo. Ich würde mal ein Geld abholen wollen. Was für ein Segen. Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Ich weiß, dass es viel Vertrauen braucht, mir das Hollow zu überlassen. Du wirst das nicht bereuen. Ich hoffe es, ansonsten komme ich wieder. So. Die hat ja überhaupt keinen Bart eigentlich, oder? Was ist denn das für eine Frau, die keinen Bart hat? Boah. So, wo geht's hier lang? Okay, ja. Cassandra braucht keinen Bart. So. Wo ist unser Versteck? Ist das nicht das hier? Nein. Wieso ist unser Versteck weg? Krasse Scheiße. Okay. War das nicht hier irgendwo? Doch hier, da ist es. Da ist unser Versteck. Da wollen wir jetzt hin. So. Natürlich hat es wieder nicht aktiviert. Ach, come on. Ihr seid echt schlimm. So.
schauen wir mal ganz schnell das Geld in den Tresor. Und wir können, glaube ich, auch nicht. Wir können ja einen anrufen, der das Geld verwahrt. Unter dem Kopfkissen, so schön wie es hieß. So. Wir bringen es persönlich vorbei. So, rein in die gute Stube. Und dann fahren wir erstmal zum nächsten Einsatz, damit wir da weiterkommen. So. Rum. Zack. 4.821 Dollar rein in den Safe. Portemonnaie ist leer, haben jetzt im Safe 17.545. Nicht schlecht dafür, dass wir ja schon einige Tausend verloren haben, weil wir nicht dran gedacht haben, die zu sichern. Aber man lernt aus Fehlern. So, er steigt ins Auto ein. Und wir düsen jetzt hier in diese Richtung. Überrede Burke, dir beim Kampf gegen Makalo zu helfen. Rede mit Burke, wenn du abhaust. Das große nächste Ziel. 2,5 Kilometer. Jetzt kommen wir etwas rum in dieser Stadt hier in The Burgs, oder wie die Stadt hier hieß. Müsste ich kurz überlegen. So. Eieieiei. Wir kommen Richtung Hochhäuser. Sehr geiler Blick. Polizei voraus, aufpassen. So, wir sind im nächsten Stadtviertel angekommen. Am Meer. So, Haufen Polizei hier. Oh, ja, ja, ja. Da müssen wir mal aufpassen. So. 1,6 Kilometer noch. Wir kriegen Kilometergeld. Kirche vom Vater. Oh, ein Geldtransport. Kann man die eigentlich überfallen? Das wäre mal interessant zu wissen. Das wäre natürlich ein netter Nebenverdienst. Damit wir mal ein bisschen an Geld kommen. Und jedes Mal, wenn wir uns einen Waffenfreund holen und alles aufmunitionieren und Waffen kaufen, das ist echt teuer hier. Im Moment wirft das Eis noch nicht so viel Geld ab. Das kann später etwas anders aussehen. Im Moment ist es noch nicht so der Hit. So, Gas geben. Bremsen, wir müssen hier. Da. So, hier müssen wir hin. Hier ist unser nächstes Ziel. Rede mit Burke.